freue mich wirklich sehr, dass wir mit Audeering Mitglied im VDE sind. Gemeinsam bringen wir hier vor allem die Bereiche Innovation und künstliche Intelligenz voran. Und ich denke, es ist wesentlich, dass wir auch gemeinsam daran arbeiten, Deutschland als wettbewerbsfähigen, innovativen Standort für künstliche Intelligenz zu etablieren. Audeering ist Innovationstreiber im Bereich der KI-basierten Audioanalyse. Das heißt, mit maschinellen Verfahren oder eben auch Deep Learning-Ansätzen untersuchen wir das Audiosignal hinsichtlich signifikanter Merkmale, was eben die Umgebungsgeräusche anbelangt, aber eben auch die soziale Szene und die Person an sich selbst. Dabei analysieren wir zum Beispiel Emotionen, Gesundheitszustände oder auch demografische Merkmale. Die Vision, die wir als Unternehmen gemeinsam mit dem VDE haben, ist, Innovationen, insbesondere künstliche Intelligenz, nachhaltig voranzutreiben. Sicherheit, hohe Qualitätsstandards, Transparenz sind uns dabei genauso wichtig wie eben ethische Grundlagenfragen. Hier arbeiten wir mit dem VDE zusammen und die VDE-Mitgliedschaft bietet uns nicht nur ein lokales, sondern auch internationales Expertenwissen, Netzwerk, Kontakte und darüber hinausgehend auch die Möglichkeit, uns besser zu platzieren. Mit dem VDE haben wir mehrere konkrete Schnittstellen. Beispielsweise der M2M-Bereich, wo es um die Kommunikation zwischen der Maschine und dem Menschen geht. Hier können wir zum Beispiel für unseren empathischen Roboter Technologien einsetzen, der einfach in der Kommunikation mehr versteht als rein nur das sprachliche Befehlssignal. Dann haben wir zum Beispiel im Bereich Automobil die Möglichkeit, Fahrerzustände oder Fahrgastzustände zu erkennen und dementsprechend das System oder das Fahrzeug intelligenter damit auszustatten. Die gemeinsamen Ziele, die wir hier mit dem VDE haben, sind insbesondere eine lebenswerte Zukunft zu gestalten, die Technologie für den Menschen oder zum Beispiel im Gesundheitsbereich zentriert für den Patienten und dessen Wohlbefinden einzusetzen. Qualifizierter Nachwuchs in Deutschland für den Hightech-Bereich, wie beispielsweise eben künstliche Intelligenz, ist sehr, sehr wesentlich. Und der VDE trägt hier auch dazu bei, dass dieser Nachwuchs gefördert wird. Der Bayerische Abend mit der Verleihung des VDE Awards ist ein Höhepunkt. Und ich kann nur sagen, wir waren sehr, sehr froh, als wir den VDE Award verliehen bekommen haben. Das war für uns eine sehr große Motivation und wir haben uns sehr darüber gefreut. Ich freue mich sehr, dass wir mit Audeering Mitglied im VDE sind. Wir sind Mitglied im VDE, weil wir hier gemeinsame Ziele verfolgen, auf Experten zurückgreifen können und auch auf unabhängiges Fachwissen uns austauschen können und gemeinsam die Innovation vorantreiben wollen.